Hi Astro Rebellin, hi Astro Rebell, willkommen zu deinem Kanal der Astrologie auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel und das ist Zehnstern Astrologie. Bevor ich mit der allgemeinen Prognose beginne, möchte ich dich darauf hinweisen, diesen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, so dass du in der Zukunft keine weitere Videos verpassen kannst. Vielen Dank. Lieber Schütze, du beginnst den Monat mit einem Quadrat Sonne-Uranus. Dieses ist zwischen dem 1. und dem 4. Februar vorhanden. Bei der Erledigung einer wichtigen Angelegenheit wirst du zu Monatsbeginn eine bessere Herangehensweise finden und erfolgreich umsetzen. Im Februar 2023 werden deine Ausdauer, Know-how und Geschicklichkeit in die Probe gestellt. Du wirst dich für Veränderung einsetzen, Herausforderungen wirst du mit Mut und Optimismus herangehen und überwinden. Am 5. Februar hast du einen Vollmond im Sternzeichen Löwe. Mit diesem Vollmond wird eine wichtige Angelegenheit oder eine Situation ihren Höhepunkt erreichen. Viel Druck wird an den Tagen vor oder nach dem Vollmond freigesetzt. Eine Reise, ein Wechsel oder Besuch können für Aufregung sorgen. Vorsicht vor Reizbarkeit, Nervosität oder Fehlmeldungen sind geboten. Zwischen dem 6. und dem 8. Monatstag hast du Venus-Trigon Uranus. Eine Situation wird sich an diesen Tagen ergeben und diese wird dein Tagesablauf in irgendeine Weise vereinfachen. Obwohl du etwas verzweifelt bezüglich etwas oder jemandem bist, bewegst du dich mit Vertrauen und Zuversicht in die richtige Richtung. Positive Entwicklungen sind in den Bereichen der Liebe und der Arbeit möglich. Zwischen dem 9. und 10. Februar hast du eine Pluto-Merkur-Konjunktion. Du wirst dich mit einer Situation, einem Thema oder Menschen ernsthaft auseinandersetzen. Eine tiefgreifende Veränderung bringt eine neue Dynamik in deinem Leben hinein. Diskussionen sowie das Eingehen von Risiken sollen im allgemeinen Sinne vermieden werden. Danach am 11. Februar tritt Merkur in Wassermann ein. Bis 2. März nehmen Themen wie Lernen, Bildung und körperliche Beweglichkeit bei den meisten Schützen eine hervorgehobene Stellung ein. Nacken- und Schulterbeschwerden oder andere stressbedingte Beschwerden können sich zeigen. Zwischen dem 12. und dem 16. Februar hast du eine Sonne-Saturn-Konjunktion. Eine wichtige Veranstaltung steht an. Wichtige Termine und Gespräche werden stattfinden. Das, was in dieser Zeit entschieden wird, kann verheerende Auswirkungen haben. Zwischen dem 17. und dem 19. Februar hast du Merkur-Sextil-Jupiter, eine kleine Reise oder ein Ereignis, das deine Finanzen betrifft, sind möglich mit dieser Konstellation. Du wirst den Mut und Widerstandsfähigkeit haben, um das, was dich innerlich beschäftigt, zum Ausdruck zu bringen. Am 20. hast du einen Neumond in Fische. In deinem Privatleben gibt es eine neue Situation, die sich bis März zeigen wird. Die Familie oder die Partnerschaft können eine Quelle von großen Anstrengungen sein. Auch am 20. hast du Venus in Widder eingetreten. Bis 6. März hast du eine fröhliche und glückliche Konstellation, die sich positiv in vielen Lebensbereichen zeigen kann. Dein Liebesleben dürfte einen Schub bekommen. Ein Urlaub oder ein positives Ereignis in Verbindung mit Kindern oder Bildung sind wahrscheinlich. Und danach, zwischen dem 21. und dem 28. Februar, hast du Merkur Quadrat Uranus. Am Monatsende solltest du bestimmte Grenzen respektieren. Dies ist wichtig,
damit du nicht in vieler Hinsicht die Orientierung verlierst. Erinnere dich daran, dass diese allgemeine Aussagen sind, aber wenn du individuelle und genaue Aussichten für deine Zukunft, für die kommenden Monate und Jahre brauchst, dann kannst du gerne diese auf meiner Homepage jetzt buchen. Ich wünsche dir viel Glück mit diesen Konstellationen im Februar 2023. Alles Gute und bis zum nächsten Video.